Servus YouTube und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Chewing at Skyrim Dawnguard. Wir haben das letzte Mal hier so eine schöne zerstörte Kutsche gefunden mit viel Blut und Vampiren, die tot waren. Und jetzt soll ich dem auf den Grund gehen. Warum liegt hier noch eine Kutsche mit Toten, mit einer toten Rotwadronin, die gar nichts dabei hat, was mich auch nur annähernd interessieren könnte? Ich schaue jetzt mal, wo uns dieser Pfeil hinleitet. Ah, der ist anscheinend gleich hier. Ahnenversteck. Stand nämlich in der schönen Vampir-Notiz von dieser toten Vampirin, dass sie den Mottenpriester, den wir versuchen zu finden, um unsere Schriftrolle da zu entziffern lassen, in das Ahnenversteck gebracht werden soll, was anscheinend irgendwo hier in der Nähe sein müsste, weil hier sieht's gerade schon bis... Ah, hier ist ein Höhleneingang. Hier sieht's ein bisschen episch aus. Ich schnell speichere nochmal vor der Höhle und stürze mich Hals über Kopf in das Verderben, hoffentlich nicht. Oh, so ein schöner Stab. Wie gut alles aussehen kann, wenn man seine Texturen hochdreht. Mit so einem Ding will ich nicht aufgespießt werden. So, Serana, hallo. Oh, Serana. Jetzt, wo Lydia nicht mehr da ist, kann ich es dir sagen. Du warst für mich immer die Einzige. Immer die. Dreh dich nicht weg von mir, wenn ich romantisch mit dir rede. Du bist gemein. So ein Arschkuh. Okay. Was geht denn hier? What the... Okay, das sieht nach ein bisschen stupiden Gemetzel aus, was sehr schön ist, womit wir auch gleich mal anfangen. Was bist du? Hund! Ah! Ah! Wow. Was seid ihr für Hunde? Ihr seid ja geil! Ihr seid ja geil! Seid ihr jetzt von der Dämmerwacht oder was? Oh, ich will auch so einen Hund. Die sind sehr viel anschaulicher als diese blöden Todes-Ultra-Hunde. Schnell speichern. Todeshunde. Ultra sind sie nicht. Ultra sind die, das sind Ultra-Hunde. Ab hier aus. Ah, falls ich mich auch daran erinnern kann beim nächsten Let's Play. Ich schleiche da jetzt gar nicht groß durch. Ich mache einfach alle platt, die mir in den Weg kommen, obwohl ich nicht glaube, dass die Dämmerwacht solche... Oh! Sowas hier auf! Ah, hör auf! Hör auf mich zu stellen! Ja! Ja, wer ist da noch? Oh! Hallo! Was für Assassinen habt ihr denn da? Habt ihr das gesehen? Der ist die oder sie ist direkt vor mir runtergesprungen. Okay, ein gepanzerter Troll. Ich will auch so ein Ding haben. Ich glaube, ich habe mir den falschen Zweig ausgesucht, kann es sein? Ich will auch so einen gepanzerten Troll. Gepanzerter Troll! Du! Und die sind sehr stark, aber anscheinend sehr dumm. Oder sie haben einfach nur Angst vor Serana oder sind schüchtern, was Frauen anbelangt. Nein! Oh, Serana, dieser Schlag. Der Kill geht eigentlich auf mich, weil ich der Mann bin. So, Gold, Armbrust, die lasse ich mal da. Dämmerwacht, Kriegsaxt. Fügt Vampiren zusätzlichen Schaden durch, deswegen lasse ich das mal liegen. Da hinten lag da noch jemand. Oder habe ich den so weit? Ah, ne, da. Dietrich Gold und eine Honignussschnüffel. Die nehme ich auch mal mit. So, schnell speichern nochmal. Na, das ist schon alles, was ihr zu bieten habt. Dämmerwacht. Seid ihr aber sehr schlecht ausgestattet, was die beschützen. Die Vampire haben ihre Haut wirklich teuer verkauft. Glaubt ihr, er steht unter ihrem Band? Oh, mein Gott! In your face! Oh! Wannig! Oder wie auch immer du heißt. Chaka! Oh. Oh. Lasst mich am Leben! In your face! Oh. Serana macht sie platt. Ich schau dabei mal, was ich noch so schönes alles hatten. Warum? Nein, du bist nicht tot. Du bist doch nicht tot. Wenn ich dich nicht hab, bin ich sehr im Arsch. Lasst meine zukünftige Frau in Ruhe. Ja. Sag mal, dein beschworener Hans Wurst kann nicht mal zielen. Ja. Also. Oh, wenn ich wenigstens zielen könnte.
Wow, ein Amethyst. Ein Amethyst, den nehme ich mit. Und jetzt muss ich diesen schönen Malkus, ach, das ist der Malkus. Zauber der Zerstörung, die habe ich schon an. Ich nehme den Dietrich mit Gold und... ein Weystein-Fokus. Weystein-Fokus, den ich anscheinend hier einsetzen muss. Los! Los! Jetzt. Speichern. Oh. Was? Warum greifst du? Ich hab dich grad... Ich bin tot. Oh, ah, Gott sei Dank habe ich gespeichert. Serana, ich würde sagen, du machst das. Ja. Was machst du für schlimme Sachen? Ja, komm. Nicht heilen. Heilen ist böse. Heilen ist ganz böse. Ha. Böse! Was habe ich denn? Ah, warte mal. Oh, 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 oh. Ich könnte mal wieder einen schönen Schrei ausprobieren. Wirbel. Nee, nicht wirklich. Wirbel nicht. Ich nehme mal unerbittliche Macht. Dann hau ich ihn in eine Bische weg. Oh, ja. Und jetzt Feuerball. Es tut mir sehr leid. Wenn ihr denkt, ich würde euch helfen, habt ihr euch getäuscht. Du weißt gar nicht, was ich von dir will. Vor euch habe ich keine Angst. Your Mama? Vor euch habe ich keine Angst. Was ist los? Was soll ich machen? Vor euch habe ich keine Angst. Es ist wunderschön, dass du vor mir keine Angst hast, aber ich glaube, ich soll mit dir reden. Eure Art ist eine Schande für Tamriel Monster. Vor euch habe ich keine Angst. Hier muss es noch was anderes geben. In der Truhe hinten befindet sich bestimmt ein Folterwerkzeug, mit dem ich seinen Mund öffnen kann. Gold! Nein. Stahl. Nee, Stahlfall brauche ich gar nicht. Die Zwergenpanzerhandschuhe brauche ich auch nicht. Warum willst du nicht mit mir reden? Los! Wenn ihr denkt, ich würde euch helfen, habt ihr euch getäuscht. Wenn du es unbedingt auf die harte Art haben willst, dann hab's auf die harte Art. Ja. Ja. Was muss ich tun? Bitte, was muss ich tun? Ah, Blut! Hallo! Was ist denn los? Ich will doch nur wissen, was ich tun muss. Zurückverwandeln tue ich mich jetzt mal und versuche ich nochmal ganz normal mit ihm zu reden. Wenn das überhaupt geht. Der scheint mir sehr eingenommen, voreingenommen zu sein, was Vampire angeht. Eure Art ist eine Schande für Tamriel Monster. Monster! So, was war da? Wende eine Vampirverführung auf den Mottenpriester an. Wie geht das? Da muss ich ja wahrscheinlich... Ah, nein! Vampirverführung. War das nicht irgendwie hier so ein... Ich weiß es nicht. Ich oute mich als absoluter Ultra-Noob. Kräfte. Vampirverführung. Oh! 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 Oh yeah. Wende deine... Nähere dich dem Mottenpriester, um ihn zu deinem Diener zu machen. Oh, nähren? Nee, reden. Vor euch habe ich keine Angst. So, ich nähere mich jetzt von dir, weil du mich nervst. Befiehl den Mottenpriester von zu Vulkjahr zu gehen. So, reden. Bei den Göttlichen, als wären meine Augen geöffnet worden. Ich bin vom Licht eurer Herrlichkeit ganz geblendet. Bist du nicht eigentlich? Ich muss euch gehorchen. Ich weiß. Was soll ich für euch tun, Meister? Meister? Na, daran kann ich mich gewöhnen. Ich beauftrage euch, zur Burg Vulkjahr zu reisen. Wo kann ich diese Burg finden? Auf der Karte. Nordküste, Himmelsrand, genau westlich dann von Einsamkeit. Ich sofort auf den Weg. Nice. Gut,
gemacht, Junge. And he's running, running down the stairs. Jetzt hier. Lau, Forrest, lau. Ich muss Pause machen. Ich danke euch jemals zum Zuschauen. Ihr könnt mich auf Facebook liken, auf meine Webseite vorbeischauen, die unten in der Description steht, und macht auf jeden Fall klar, dass ihr mich abonniert. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal, gell?